Guten Tag und herzlich willkommen zum 101, dem Expertengespräch von Mein Geld TV. Hier in Berlin auf der Hidden Champions Tour begrüße ich ganz herzlich Frau Nadine Hemann. Sie ist Portfolio-Managerin bei Hemann Vermögensverwaltung. Guten Tag, Frau Hemann. Guten Tag, Frau Hergewald. Frau Hemann, Ihr Fonds hat in den letzten 5 Jahren eine Performance von über 80% erzielt. Was macht Sie eigentlich so erfolgreich? Nun, das sind 2 Faktoren hauptsächlich. Und zwar zum einen, dass wir ein flexibler Mischfonds sind. Flexibel hinsichtlich der Länderallokation und vor allem auch hinsichtlich der Assetklassenallokation. Das heißt, in Jahren, wenn es interessante Chance-Risiko-Verhältnisse gibt für Anleihen, dann können wir Anleihen sehr stark gewichten, zum Beispiel in den Jahren 2009, 2010. Wenn wie aktuell Anleihen nicht so interessant sind, dafür Aktien ein viel attraktiveres Portfolio bieten, dann kaufen wir ein Portfolio, was zum großen Teil aus Aktien besteht. Und das Zweite ist das Verlustmanagement, was wir wirklich sehr rigoros betreiben. Jedes Wertpapier kriegt eine Schwankungsbreite zugeordnet und sobald es die unterschreitet, wird es rigoros abgebaut. Und wir haben auch die Möglichkeit, kurzfristige Marktschwankungen über zum Beispiel den Verkauf von Futures abzusichern. Frau Hemann, als letzte Frage, wie groß kann der Fonds sein, maximal, wie groß kann er sein tatsächlich mit dieser Strategie? Nun, wir haben in der Regel zwischen 15% und 30% Small Caps. Wenn mal sehr bullische Märkte sind und die Bewertungen sehr tief sind, können wir auch bis zu 35% Small Caps haben. Und das ist sozusagen so ein bisschen der Flaschenhals. Small Caps möchte man ja nicht in unbegrenztem Umfang kaufen, weil man möchte ja auch, wenn der Wert oder der Markt es diktieren, auch diesen Wert wieder verkaufen. Und deshalb gehen wir davon aus, mit dem derzeitigen Team, dass wir ungefähr so 400 Millionen Euro anstreben sollten. Vielen Dank, Frau Hemann, und viel Erfolg. Dankeschön.